wird es ein bisschen kühler wieder, 20 bis 22 Grad, aber es ist relativ ruhiges, entspanntes Sommerwetter. Apropos ruhig und entspannt, hallo Autofahrer, ich habe für euch keine Störs und keine Stauungen. Also keine Störungen und keine Staus und auch keine Blitzer und wünsche euch viel Gutes. Angespannt ist die Lage aktuell ja auch im Kreis Einsberg. Ja, in Wassenberg steht der Stadtteil Oppoch teils unter Wasser. Das hat mir die Feuerwehrleitstelle dort mitgeteilt. Da ist ja schon gestern ein Damm der Ruhr gebrochen. Die Evakuierungen dort sind inzwischen auch abgeschlossen, also alles noch rechtzeitig. Und ein wenig entspannt sich die Lage, so die Feuerwehr dort, denn die Pegel sind dort rückläufig und es gibt auch Straßen, die wieder befahrbar sind. Nichtsdestotrotz, es war und ist eine heftige Zeit für die Leute. Deswegen auch weitere Evakuierungen. Also, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Entwarnung kann nach Angaben von Experten erst gegeben werden, wenn die Talsperre zu 2/3 leer ist. Und das könnte nach vorsichtiger Schätzung morgen Nachmittag gegen 15 Uhr.